Die erste Runde, die ersten zwei Minuten. Beide Normalausleger. Ja, linke Hand als Führhand und die rechte ist die Schlaghand. Jan im Vorwärtsgang, Christian ein bisschen defensiv, will aber auch die Deckung da nicht vernachlässigen. Dreht sich weg, dreht sich weg. Ja, und er hat auch schon über seinem linken Auge, glaube ich, gleich einen mitbekommen. Ne? Ja, der nächste schlägt ein. Also Kralitschka macht das richtig gut. Der hat noch überhaupt keinen abbekommen. Also Tews kommt hier überhaupt nicht zum Konter. Die erste Runde gehört bis hierhin ganz klar Jan Kralitschka. Ja, Jan, oh, da kommt die Linke! Die Linke kommt durch! Da ist er schon leicht benommen. Heide Röslein, was geht das hier rund? Und nachsetzen hier. Na, Der ist schon mächtig angeschlagen. Oh, der taumelt schon und dann nimmt er den Kopf in den Nacken. Kein gutes Zeichen. Jetzt Runde 2 hier der beiden Bachelor. Also da hat sich das Training im Boxclub in Bad Neuenahr. Oh, da kommt der Konter mit rechts und der zeigt Wirkung. Ein leichter Wirkungstreffer von Tews. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Wir stehen vor der dritten Runde. Insgesamt sicherlich der Mann in der weißen Hose hier, Jan Kralitschka, einer der beiden Bachelor hier vorne. Da kommt auch die rechte sogar aufs Kinn durch. Das ist viel Taktik auch. Wir haben es auch gerade in der Ecke von Kralitschka gehört. Hab Geduld, hab Geduld. Irgendwann wird keine Taktik mehr da sein. Jan macht es gut über die Führungshand und dann oben rüber. Und hat immer die Hände oben. Das wird ja auch irgendwann schwierig, die Deckung zu halten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dem Gegner da keine Trefferfläche bietest. Also, er hat viel mitgenommen aus dem Training der letzten Wochen hier, Jan Kralitschka. Wie gesagt, bisher für mich klar vorne nach Punkten. Gut weggehalten, ja. Oh ja. Aber auch gut abgeduckt jetzt hier von Kralitschka. Gut abgeduckt. Das sieht boxerisch, Axel, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ein bisschen feiner aus bei Kralitschka. Also, er überdreht auch nicht Kralitschka, das muss man sagen. Er macht das wirklich bisher sehr, sehr clever. Versucht er immer wieder den Konter zu setzen. Tews muss nach vorne gehen, keine Frage, denn er liegt hier nach Punkten zurück. Oh, Tews will es jetzt wissen, er will es wissen. Ja, wahrscheinlich kann er diesen Kampf auch nur über einen Knockout für sich entscheiden. Und jetzt geht er nur noch einen Gang und der heißt ab nach vorne. Und zwar Wilde Luzi hier. Die schenken sich gar nichts. Aber schön weil zu sehen, das ist kein Rummelboxen. Ja, da geht die rechte knapp vorbei von Tews. Was denken die Damen, die in Südafrika da dabei waren, jetzt über die beiden Strategen hier? Komm, da ist die Linke im Ziel gewesen, nicht wirklich wirkungsvoll, aber sie war im Ziel und jetzt versucht er es. Jetzt kommt er. Und jetzt setzt er nach. Das ist fast der Mut der Verzweiflung. Er geht hinterher, aber gut ausgewichen von Kralitschka. Aber die letzten zwei Runden sind eher bei Tews. Ne? Mal gucken, aber ich denke, für mich ist Jan vorne. Ja. Bin ich ausnahmsweise mal deiner Meinung? Oh, die Führungshand und die rechte. Sehr, sehr stark. Also wirklich nochmal richtig. Und jetzt ist die Entschlossenheit im Gesicht. Jawohl. Jetzt ist die Entschlossenheit da. Er hat ihn in den Seilen. Aber Kralitschka wird hier über die Runden kommen und wird das wahrscheinlich knapp nach Punkten für sich entscheiden. Was für ein Blick jetzt von Tews. Der Tiger ist da. Aber ich glaube, das kam zu spät. Der Largo scores at 58-57. He has it for Tews. The other two scores, 57-57, 57-57. By majority, it is a draw, an even fight.